So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von L.A. Noire. Wir sind jetzt hier immer noch auf der Spur von unserem. Wer quatscht da? Von unserem Dahlia-Mörder, der uns da so eine. Die reden alle mit mir. Warum sind hier so viele Leute? Das irritiert mich gerade voll. Ich bin auch total verwirrt gerade. Aber wir laufen einfach erstmal in die Richtung. Denn wir haben eine kleine Spur gelegt bekommen. Okay, eine kleine ist gut. Und diese Spur sind wir jetzt gerade am verfolgen. Ich glaube, wir können auch mitten durch, oder? Ja, klar, wir können das. Wir sind Polizist. Vor allem, wir laufen jetzt mal ein kleines bisschen. Hier ist echt ein Mammut. Das sieht irgendwie nach einer Grotte aus, so in der Art. Könnte es hier sein? Also, hier eine Grotte, die irgendwie zugewachsen ist. Ich weiß es nicht. Also anscheinend nicht, weil wir haben jetzt in der letzten Folge ein Stück eines Gedichtes zugesteckt bekommen und das sollte uns den Weg irgendwo hinweisen. Die Frage ist, wohin? Hier anscheinend nicht, weil wir hier keine mit Blumen zugewachsene Grotte haben oder was ist da in der Mitte vom See? Rusty, was sagst du What do you dazu? think? How many caves are full of flowers in L.A.? Maybe it's a painting that looks like that. Ich glaube, das Ziel ist ganz gut, dass er meint, weil ich glaube, hier finden wir nichts. Bleibt jetzt auf dem Boden. Versteckte Marken. Okay. Schön. Plus 5 Erfahrung. Einfach random ein bisschen XP abgestaubt, aber ich glaube, hier sind wir wirklich falsch. Wir sollten dem Tipp vom guten Rusty folgen und vielleicht ins Kunstmuseum aufbrechen. Ist er zum Glück um die Ecke. Wir sagen mal hier mal unser Zielrinne. Steigen wir nochmal kurz ins Auto. Warte mal, können wir da vielleicht ein anderes Outfit machen? Weil da gibt es ja irgendwas mit Kunst, oder? Haudegen, Filmstars. Schade. Ich bin zwar unter Filmstars mischen und nicht unter Kunstmenschen. Naja. Rennen wir nochmal ganz kurz dahinter, sprinten aber dahin. Und dann würde ich sagen, mach mal, wie die gebildeten Bürger von uns, mal einen kleinen Abstecher ins Kunstmuseum. Ich wäre da ganz ehrlich gesagt ohne den Tipp von guten Rusty nie drauf gekommen. Also das hat sich jetzt irgendwie nur ergeben, weil er es gesagt hat. Ich glaube, sonst hätte ich jetzt hier den Ort abgesucht bis die nächsten 10 Folgen lang, weil ich der Meinung war, hier sind wir richtig. Aber wenn wir denn seiner Meinung nach, oh, das sind Tauben. Ja, das ist die Vögel, die du hast. Weil du einen Vogel hast, haha, lustig und so. Ja. Ich würde sagen, da können wir ganz kurz mal selber hinfahren, wenn Rusty mal auftaucht hier. Boah, ist der faul. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Ja. Feiner Rusty. Ja, beweg deine Wampe. Beweg deine Wampe. Komm mal her. Ja, komm mal her. Komm mal her. Einsteigen, danke schön. Hang down, raining forth. Doubtful light. Doubtful is right. A chandelier. The glass dome at the halls of justice. Worth a shot, Rusty. Okay, Professor. One shot's all we got. Was? Any central unit, car 16L reports a possible jumper at 8. Hilfe, ich bin verwirrt. Also da sind wir. So. Das ist unser Ziel. Und das ist unser. Warum sind wir so unglaublich falsch? Jetzt wir setzen hier mal ein Ziel. Dann machen wir mal das Gras machen wir ab. Wir können sie so einmal die Straße einmal durchfahren, würde ich sagen. Dann Stadtarchiv. Die markanten gotischen Zwillingstürme des Stadtarchivs erheben sich über ein gewölbtes Dachfenster, das sich über etwa 15 Meter spannt. Die Glasscheiben zeigen eine mit Pflanzen und Wildblumen überwucherte Höhle. Okay. Okay, ja, wir sind verfügbar. Okay, ich bin einfach nur blöd. Ja, man soll die Texte lesen, Josh. Ihr habt euch bestimmt schon alle sowas von an den Kopf gefasst und wollt sterben gehen. Kann ich nachvollziehen, aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Umweg durch LA gemacht, so eine versteckte Polizeimarke gefunden und waren an einem Ort, in dem wir wahrscheinlich nie gewesen wären. Ja, so wird's sein. Hat alles seine guten Seiten. Man muss alles positiv sehen. Hashtag Optimismus und so.
Okay, mein Fazit ist vielleicht nicht unbedingt was Gutes dran zu bemerken, aber hey, so. Mal kurz den nochmal rein, damit wir die letzten paar Kreuzungen auch noch überleben. Tatütata, mal alle aus dem Weg da vorne, weil zum Bus am geradeaus fahren, das sollten wir, denke ich, schnell hinbekommen. Wah, Kollege, nicht da rechts. Bleibt einfach da, wo ihr seid. Was ist ein Müllwagen? Ja, der wollte mich gerade umfahren, das macht er gut. Ach, die fahren alle rechts ran, oder was? Kollege, fährst auch mal rechts ran. Dankeschön. So, ihr bleibt da mal alle, wo ihr seid. Bleibt alle so, wie es ist. Boah, warte mal, jetzt komme ich hier mal langsam mal. Schauen wir, müssen einmal nach links. Und dann da oben irgendwann mal nach rechts. So. Alter, für das wir zu viel gefahren sind heute. Okay, wir sind nicht viel gefahren. Ein Selbstmordkandidat. 11K, go ahead. Selbstmordkandidaten, was sollen wir da machen? Was sollen wir da machen? Todessturz. I'll do it! So help me God, I'll jump! You need to get up there. Let me do the talking, detective. I know a ton of this psychology stuff. You take the back alley and find a way up there. Come on, Phelps, let's get moving. Okay, warum ist der rot markiert? Make sure you warn me before you do. I will! Ich weiß zwar nicht, warum und was und wieso und weshalb, aber wir gehen einfach mal hoch. Wie ist er da hoch? Rusty! Sag nicht, du bist da hoch. Dann gehen wir halt da hoch. Okay. Was ist denn da oben? Ach, da ist er wirklich hoch. Okay, gut. Ich bin ja schlecht in sowas. Wegfindung ist bei mir eher nicht so. Ich... What are you trying to do? I remember my first jumper. Could have soaked him up with a sponge. I still can't eat spaghetti sauce. Who's that then? Shut up, da ist er. I know what you're trying to do. It won't work. Da können wir also hoch. Das heißt, wir müssen jetzt erreichen, bevor er springen möchte. Okay. Ist das rechtzeitig? Ich weiß es nicht. Und ich hab's noch mit runterzerrt. This what you wanted? I can't do it. I just... I'll come quietly, just... I need some help. Please. You gotta get me some help. You're a danger to yourself and to others. Okay. Okay. Gut, aber wir haben ein Menschenleben gerettet. Ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht immer so bei Straßenverbrechen. Deswegen bin ich das einfach mal stolz auf uns. So, Kollege, ich darf das. Ich habe gerade ein Menschenleben gerettet. So, schauen wir mal ganz kurz nochmal auf die Karte, Ruf. Da sind wir. Wir fahren jetzt am besten, wenn wir hier mal schauen, Stadtarchiv, das ist die Straße. Das heißt, wir fahren vor bis zu der Straße. Da biegen wir dann links ab. Und dann würde ich sagen, passt das ganz gut. So, ich muss da einmal raus hier, ich bin wichtig. Ich muss da einmal raus, ich bin wichtig. Dankeschön. Do you understand me? I'm the police of the newspaper. Und deswegen I'm unglaublich wichtig. So. Kennst du, weißt du Bescheid und so. So. Ich glaube, das kriegen wir jetzt auch noch unter Tütertal, weil es ist immer ein kleines bisschen laut und ätzend. Und ich finde es auch nur unglaublich toll, dass wir in dieser Folge jetzt so unglaublich viel geschafft haben. Also das ist einfach unglaublich beruhigend zu wissen, dass man in einem Let's Play so viel und atemberaubend schnell weiterkommt und nicht sinnlose Folgen verplempert oder sowas. Keep LA safe, drive safely. Ich glaube, das sagt er dem Richtigen, ne? Da sollten sie eher für die Polizei solche Dinge aufstellen, weil ich habe da eins der größten Probleme mit, ne? Aber ich finde es gut, dass das Spiel einen in die Hand nimmt, weil wir da zweimal falschen Ort eingestellt haben. Dass irgendjemand dann so eine Blitzeingebung hat, weil ich einfach zu blöd bin. Fast. Fast haben wir es ganz, haben wir uns also durchgeschraubt, aber da war unser Kotflügel, glaube ich, zu breit oder sowas. Jo, Stadtarchiv, wo bist du denn? Kollege, lass dich einmal abbiegen. Und auch wenn ich glaube, ich versuche wirklich anständig zu fahren, aber ich versuche einfach ein bisschen zügiger zu fahren, weil sonst kommst du hier nicht aus der Potte.
Und so schlimm finde ich es auch nicht, wenn wir da ein bisschen Schaden dafür bekommen. Ich meine, ich habe eh einen Schaden und von dem her ändert das ja nicht allzu viel dran. So, eine Stunde später ganz erfolgreich am Stadtarchiv angekommen. Ach, schön. Ja, Wahrzeichen. Erstmal Foto machen, gell? Da geht's rein. Da geht's anscheinend rein. So. Kurzen Endsprint hinlegen. Okay, hier bekommen wir eine Zwischensequenz. Und da hängt zum Glück kein fetter Kronleuchter oder sowas an der Decke. So einen habe ich auch zu Hause rumliegen, wegen YouTube-Money und so. Can I help you, sir? Zum Kronleuchter hochsteigen. Warum möchte ich gerne zum Kronleuchter hochsteigen? Ich mach's einfach mal. Da blinkt was. Detectives, LAPD. Da blinkt this was. Is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the. Da blinkt was. Da ist so ein Teil. Noch so ein Abzeichen. Auch wenn ich absolut keinen Plan habe, was mir dieses versteckte Ding da bringt. 5 Erfahrung. Yay. Kostenlose XP zum Abholen. Also wir müssen einfach hoch, oder was? Ganz dynamisch, dynamischer denn eh und je. Ja, Rusty, ich bin nicht so schnell. Ich bin halt ein bisschen jünger. Da fehlt mir so ein bisschen an Kondition, ne? Wo läufst du hin? Ich laufe einfach mal hinterher. Wird wahrscheinlich die bessere Möglichkeit sein, weil ich absolut wieder keinen Plan habe. Aber es ist schön hier, muss ich sagen. Hier gefällt es mir. What are we doing here? Was tun wir hier? Was tun wir hier? So, what next? Ja, Kollege, hast du keinen Sprechtext für, ne? Was haben wir hier denn? Ach, ich hab gedacht, wir wollen uns da umsehen. Okay, wir können es nicht umsehen. Das ist bloß also ein Zwischenraum. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie unser Raum des Verdächtigen. Aber wir müssen anscheinend bloß hoch. Okay, das ist auch gut zu wissen. Also immer hoch da, Kollege. Ach, wir haben Tatortmusik. Ist das nicht Tatortmusik? Wahrscheinlich, weil wir hier im Kronleuchter sind. Ja, das war. Be careful. Could be a trap. Liegt da was? Hilfe! Hilfe! Nein! Also ich versuche die Balance zu halten. Und das hält? Okay, der ist wahrscheinlich mehrere Tonnen schwerer als ich, aber ich stehe auf einem Kronleuchter. Okay. Jetzt erstmal die Uhr angucken. Erstmal, wie viel Uhr ist denn? Zeit zum Gehen. Okay, ich glaube, wir haben auf jeden Fall, also ganz ehrlich, wenn der Typ so intelligent gewesen wäre und einfach keine Spuren hinterlassen hätte, wir hätten ihn in Ruhe gelassen und er hätte seines Lebens, keine Ahnung, fröhlich, glücklich, whatever sein können. Okay. Der nächste Brief. Aus den Tempeln hervor, von Aug und Ohr, ob allen Künsten der Museen erbaut, aus murmelnden Wellen entsiegelter Quellen, drin Weisheit, dätliche Schwingen, was betaut. Ich habe keine Ahnung, das muss ich nochmal durchlesen. The temples high of man's ear and eye, roofed over sculptures and poesy. Where have I seen that? From the temples high. Was? Jesus Christ, hold it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. There isn't time. Side to side. Get it over the edge, then jump for it. Hilfe! Die versuchen ja zu schwingen. Die versucht da links ranzugehen.
Dafuck! Dafuck! Ich glaube, wir haben was wirklich Wichtiges zerstört. Und der Boden ist noch heil. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Ja, verschwinden wir einfach. Have a clue? No. A yellow gold wristwatch. A Molder Dame. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Das heißt, wir sind auf jeden Fall fett. Weil bei dem Kollegen, der das hochgebracht hat, ist es nicht eingekracht. Deswegen lesen wir nochmal den dritten Auszug. Aus den Tempeln hervor, von Aug und Ohr, ob allen Künsten der Musen erbaut, aus murmelnden Wellen entsiegelter Quellen, drin Weisheit, dedalische Schwingen betaut. Was? Aus den Tempeln hervor, von Aug und Ohr, ob allen Künsten der Musen erbaut. Also entgegen aller normalen, okay. Aus murmelnden Wellen entsiegelter Quellen, drin Weisheit dedalische Schwingen betaut. Was ist betaut für ein Wort? Was haben wir da? Bliblablub. Ich habe so wenig Ahnung. Ich frage erstmal Rusty, vielleicht hat der ein bisschen Ahnung. Advice? Where's that building with the eye on top? Would that be the place? Mit dem Auge auf der Spitze. Hast du ein Auge auf der Spitze? El Pueblo ist El Pueblo nicht irgendwie das Auge oder sowas? Markiert dem Ort, an dem das Angels gegründet wurde. Was haben wir da? Verstecktes Fahrzeug, verstecktes Fahrzeug, verstecktes Fahrzeug. Da ist wahrscheinlich auch kein Auge drauf. Was haben wir hier? Nee, da steht nichts mit Auge. Pershing Square, da waren wir ja. Springbrunnen, da waren wir. Spadbury-Gebäude, viktorianischer Hof mit Oberlicht, Korbaufzüge, Marmortreppe und Eisengeländer. Ich glaube nicht. Angels Flight, die Drahtseilbahn. Ich glaube auch nicht. Stadtbücherei, ist ein Auge drauf. Bertram, bla bla bla. Aus dem alten Ägypten. Das Gebäude ist überdacht von einer Mosaikpyramide. Im höchsten Punkt steht eine Skulptur mit der Hand in einer Fackel und repräsentiert das Licht des Lernens. Wir haben noch irgendwas mit, lass mal ganz kurz nochmal reingucken. Wir haben noch irgendwas von wegen den Tempeln hervor, von Aug und Ohr. Ich würde sagen, das haben wir. Drin Weisheit und sowas und oben tempelartig, weil Pyramide und so und ob allen Künsten der Musen erbaut. Was steht da nochmal genau? Was steht da? Das Gebäude ist am höchsten Punkt der Kultur. Mit der Fackel haben sie repräsentiert das Licht des Lernens. Finde ich gut. Doch, ich würde sagen, da fahren wir hin. Was haben wir hier noch? Filmset haben wir nicht. Hospital gehen wir auch nicht davon aus. Verstecktes Fahrzeug, den haben wir hier, da wo wir schon mal waren. Da natürlich auch nicht. Und am Kunstmuseum. Auch erstmal nicht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist immer ganz gut dabei, wenn wir da hinfahren zur Stadtbücherei. Vor allem, oha, es steht sogar als Ziel drin. Das heißt, es stimmt sogar vielleicht. Also, dann würde ich sagen, fahren wir in der nächsten Folge zur Stadtbücherei. Der Kollege ist ja schon Sicherheit gebracht. Also, haben wir ein bisschen was kaputt gemacht heute, aber ansonsten relativ erfolgreich. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja, bis zur nächsten Folge vom Let's Play L.A. Noir. Tschüss.